Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin die Raquel Crawford. Weltweit begann vergangenen Mittwochabend für mehr als 1 Milliarde Muslime der Fastenmonat. Somit gilt für die Gläubigen, dass sie zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nicht nur auf das Essen, sondern auch auf das Trinken verzichten müssen. Ich wurde von der multireligiösen Stiftung House of One eingeladen, die zusammen mit Muslime, gemeinsam mit Juden, Christen unter anderem das Fasten in Berlin brechen. Wir haben ein stattliches Haus geerbt, ein großes Welthaus, sagte Martin Luther King. Wir alle bewohnen dieses Welthaus, unsere Erde. Wir erfahren, dass die Welt zusammenwächst und dass wir zu lernen haben, miteinander zu leben. Mehr und mehr stoßen auch die Religionen aufeinander, als Fremde, als Freunde, oft auch als Konkurrenten oder Feinde. In Berlin haben sich deshalb Juden, Christen und Muslime zusammengetan und wagen etwas Neues. Wir wollen ein völlig neuartiges Sakralgebäude bauen, unter einem Dach, eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee und in ihrer Mitte ein zentraler Raum der Begegnung, das House of One. Noch ist es nicht so weit und deswegen fand der Ramadan-Abend des House of One in den Räumlichkeiten im Campus Wilhelmstadt Schulen statt. Schülerinnen und Schüler der Wilhelmstadt Schulen begleiteten den Abend musikalisch. Wir befinden uns ja im Monat Ramadan und es ist die Fastenzeit der Muslime. Und wir haben uns als House of One es so angeeignet, dass wir unterschiedliche Feste oder Feierlichkeiten auch des anderen versuchen, soweit es möglich ist, auch gemeinsam zu feiern. Und das ist so eine Gelegenheit. Wir Muslime fasten in dieser Zeit und am Abend mit Sonnenuntergang ist Fastenbrechen. Warum sollen wir alleine Fastenbrechen, wo wir dann Juden, Christen und Muslime zusammen das machen können? Erzählen Sie mir ein bisschen über House of One. House of One entsteht am Petriplatz, an dem Platz, an dem die älteste Kirche in Berlin stand, die in der Schlusszeit der DDR 1965 gesprengt wurde und wo wir ein Gebäude errichten, in dem eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche sozusagen ungefähr in gleicher Größe, auf gleicher Ebene nebeneinander sind, verbunden durch einen Zentralraum in der Mitte, der dazu dient, dass wir untereinander ins Gespräch kommen, aber auch mit der Stadtgesellschaft, auch mit den säkularen oder auch mit anderen Religionen in der Stadt. Wie wichtig ist denn jetzt so das gemeinsame Fastenbrechen mit verschiedenen Religionen? Wenn wir jetzt in unsere jetzige Zeit genau hinschauen, Krankheiten, Kriege und jetzt Katastrophen, also ich weiß nicht, ich kann mir jetzt es nicht schlimmer vorstellen und ich hoffe nicht, dass es schlimmer sein kann. Und genau in so Zeiten sind die Menschen doch ein bisschen aufgewühlter und haben mehr Sorgen und sind mehr angespannt. Es kann zu Konflikten führen, es führt zu Konflikten. Und ich glaube, die Lösung ist, dass man einfach zusammenkommt, sich aussprechen kann und teilt. Teilen, das ist die einzige Lösung, Frieden zu bewahren oder Frieden zu schaffen. Moderiert wurde der Abend von 2 der 3 Podcasterinnen, 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Wie wichtig sind solche Begegnungen wie jetzt gerade vom House of One, dass man gemeinsames Fastenbrechen macht? Also wir erleben in unserem Podcast immer wieder, dass es gut ist, nicht nur miteinander zu reden, nicht nur in der Theorie oder auf Podien, sondern dass man in der Gemeinschaft zusammen feiern sollte. Ich bin sehr berührt davon, dass die muslimische Community ihre Türen so weit öffnet und einlädt zum interreligiösen Fastenbrechen, denn da finden die Begegnungen statt. Sie haben ein gemeinsames Podcast, erzählen Sie mir darüber. Ja, sehr gerne. Und zwar fast seit 2 Jahren haben wir einen Podcast, ein interreligiöses Podcast, jüdisch, christlich, muslimisch. Und dazu wählen wir uns ein Thema aus und dazu sprechen wir von Freundin zu Freundin und in einem lockeren Atmosphäre, nicht von den Podien herab, nicht unbedingt nur mit Fachbegriffen, sondern so, wie wir es auch fühlen und uns wohlfühlen und unsere ZuhörerInnen sich auch wohlfühlen können. Sie fasten jetzt auch alle gemeinsam jetzt heute?
Genau, es sind ja drei religiöse Hochfeste, die anstehen oder gerade schon gefeiert werden. Und auch im Christentum ist Fasten oder in der Passionszeit, in der Fastenzeit ein Teil davon, auch auf etwas zu verzichten. Das praktizieren Christinnen und Christen ganz unterschiedlich in aller Welt. Und viele von uns verzichten aber gerade in der evangelischen Kirche dann auf Dinge, die sie eher von Gott entfernen. Also ist es vielleicht, dass man zu viel Fernseh schaut oder zu viel Süßigkeiten, dass man sich in sich hineinhört, den Alltag betrachtet und sich einen Moment Zeit nimmt, also Platz schafft für Gott. Darum geht es eigentlich. Das tue ich auch, also ich faste auch. Auch die Politik war zu Gast. Ich freue mich erstmal, dass dieses Projekt des House of One etwas ist, was in Berlin von fast allen Parteien, dem jetzigen Senat und hoffentlich auch dem künftigen, unterstützt wird. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der die Spaltungen immer deutlicher spürbar werden. Und der Versuch, die Angehörigen von drei großen Weltreligionen, aber auch die Angehörigen von Religionen mit nicht-religiösen Menschen ins Gespräch zu bringen, ist vielleicht jetzt wichtiger denn je. Die drei Weltreligionen haben Unterschiede, aber sie haben auch viel Gemeinsames. Das Wissen über Religionen nimmt in unserer Gesellschaft aber insgesamt ab. Und das kann zu ganz spannenden Begegnungen führen, wenn beispielsweise, wie es hier passiert ist, bei einem Workshop in einer Schule, ein muslimisches Kind, ein jüdisches, fragt, glaubt ihr eigentlich auch an Gott? Weil das Wissen über Religion abnimmt und weil man viel hört über die anderen und wenig voneinander weiß. Das ist wichtig. Ich betone aber nochmal, in einer Stadt wie Berlin, in der es neben vielen religiösen Menschen auch vor allem sehr viele gar nicht gläubige, also völlig nicht religiöse Menschen gibt, ist gerade auch die Begegnung von religiösen und nicht religiösen Menschen auch eine ganz wichtige Frage des Dialogs. Das House of One ist ja nun wirklich ein wunderbares Beispiel, wie Religionen zusammen funktionieren können. Mein Job in der Bundesregierung ist ja dafür zu sorgen, dass möglichst in anderen Ländern das auch so ist. Und deswegen ist das hier wirklich ein Projekt, was ich gerne auch weltweit präsentiere und bin deswegen gerne heute Abend auch hier. Deswegen kommen wir jetzt zu Ihrem Amt. Wie wichtig ist das, Ihr Amt, was Sie aus... Das ist schon wichtig, weil das Thema Religion und Weltanschauung ist für viele Menschen ein zentrales Menschenrecht. Das verstehen wir immer nicht so sehr in Deutschland, weil wir doch vielleicht nicht so diesen Bezug zur Religion haben, viele Menschen jedenfalls nicht. Aber in vielen Ländern der Welt ist es etwas, womit die Menschen aufstehen, womit sie ins Bett gehen. Und dass sie das frei ausüben können, in Frieden, auch mit anderen Religionen, ist für die Menschen von existenzieller Bedeutung. Jetzt sind wir in Berlin, aber ich habe gerade gehört, Sie kommen aus Castrop-Rauxel. Und da würden Sie auch dann heute Fasten brechen? Genau, die Stadt Castrop-Rauxel hat heute Abend eingeladen. Ist ja ein bisschen kleiner als Berlin, da kann man dann irgendwie auch alle einladen, alle Moscheen. Und da wäre ich eigentlich heute eingeladen gewesen, kann aber nicht da sein und schicke aber die lieben Grüße nach Castrop-Rauxel. Vielleicht guckt ja jemand dann zu. Das machen wir hiermit und vielen, vielen Dank, dass ihr auch hier seid. Gerne. Kurz vor dem Fastenbrechen stellten noch Schüler und Schülerinnen der Wilhelmstadt-Schulen die Ergebnisse ihres Workshops I Have a Dream von Frieden träumen vor. Welche beiden Religionen sind denn zu euch gekommen? Wir haben halt die drei Hauptreligionen, das Christentum, den Islam und das Judentum. Das sind die drei Hauptreligionen, die auch beim House of One angesprochen werden. Und uns wurden noch mehr Ähnlichkeiten aufgezeigt, wie zum Beispiel, was hier auch schon angesprochen wurde, das Fasten. Ich als evangelischer Christ faste auch. Ich darf zum Beispiel kein Fleisch essen. Und das sind viele Unterschiede, die sind einfach nicht bekannt. Und ich finde, es ist wichtig, dass man auf sowas aufmerksam macht. Nach dem gemeinsamen Gebet während des Sonnenuntergangs begann der Muezzinruf um 19.42 Uhr und somit der Beginn des Fastenbrechens. Ich